Ja, liebe Leute, hier nochmal ein kleines Infovideo zum Lydia-Turm. Das Wichtigste zusammengefasst. Am 7. Juni 1896 wurde der Grundstein gelegt. Und am 19. August 1896 wurde der Turm eingeweiht. So sieht er aus. Steinturm. Kam aber erst später, zuerst das Holzturm. Und dann nach dem Ersten Weltkrieg waren die Schäden so groß, dass sie nicht mehr benutzbar waren. Somit ist dann 1926 die Entscheidung gefallen für den steinernen Turm, wie er heute so aussieht. Am 10. Juli 1927 wurde der 16 Meter hohe Turm eingeweiht. Dann halt eben so. Aber nach und nach beeinträchtigte der höher werdende Baumbestand den Blick vom Turm. 1985 konnte man von oben nur noch die grünen Baumwipfel sehen. Ich habe das auch in meinen Short-Reihe vorgestellt, die einzelnen Höhen. Als einzige Möglichkeit blieb die Aufstockung des Turms durch einen massiven 7 Meter hohen Holzaufsatz. Die insgesamt fast 20 Tonnen wiegenden Werkstücke wurden unmittelbar an den Turm angeliefert und dort über 4 Tage lang zusammengebaut. Am 27. September 1986 fanden die Einweihung und die Übergabe an die Öffentlichkeit statt. Ja, wie gesagt, in meiner Shorts-Reihe zu sehen und im Video vom Livestream, insofern es dann noch verfügbar ist. Also, der Turm hat eine Höhe, der steinerne Turm, von 16 Metern und dann wurden nochmal 7 Meter aufgesetzt, damit man überhaupt noch über die Bäume drüber gucken kann und einen herrlichen Ausblick ringsrum, Ausblick über die Südosteifel hat und den Dachersee. Gerne mal reinschauen in meine Videos. Vielen Dank.